Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge werden wir darüber sprechen, warum viele Beziehungen, viele Partnerschaften nach der Pandemie scheitern werden. Wir sind jetzt im Juni 2021, die Corona-Pandemie läuft so langsam aus, zumindest für den Moment. Und die Inzidenzen sinken, wir können wieder ins Restaurant gehen, wir können wieder in Bars gehen, kulturelle Veranstaltungen sind plötzlich wieder möglich und wir kommen zumindest teilweise wieder zurück zu etwas wie Normalität. Und das ist mega toll und voll die riesengroße Leistung, die wir als Menschheit da hinbekommen haben. Und gleichzeitig wird es jetzt eine ziemlich spannende und schwierige Phase für viele Partnerschaften werden. Also zum einen haben sich ja viele Partnerschaften jetzt während der Corona-Pandemie schon verändert. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, welche Vorteile die Pandemie vielleicht für Partnerschaften gehabt hat, aber vor allem auch über drei konkrete Gründe, warum Partnerschaften, warum Beziehungen jetzt nach der Pandemie scheitern werden. Und ich möchte dir am Ende des Podcastes auch noch ein paar Tipps mitgeben, ein paar konkrete Anregungen, Einladungen, die du nutzen kannst, um eben sicherzustellen, dass deine Partnerschaft nicht unter denen ist, die sich jetzt trennen oder scheiden lässt. Lass uns mal einsteigen mit den Vorteilen, die die Pandemie so mit sich gebracht hat. Ich weiß, das waren jetzt für uns alle ziemlich anstrengende Monate, anderthalb Jahre. Und das war nicht einfach. Die Pandemie war für viele Paare wie so eine Art Vergrößerungsglas, also alles, was vorher schon schwierig gewesen ist, was anstrengend gewesen ist, wurde noch anstrengender und Dinge, die gut gelaufen sind, die wurden eben noch besser. Und wenn wir uns mit den Vorteilen von dieser Pandemie auseinandersetzen wollen, dann sind so ein paar relativ eindeutig. Wir hatten plötzlich viel mehr Zeit mit unserem Partner, mit unserer Partnerin. Das war für manche Menschen ein riesengroßer Vorteil. Für manche Menschen war das nicht so ein großer Vorteil und das haben sie dann gemerkt. Wir hatten nicht nur mehr Zeit zu Hause durch Homeoffice, aber auch durch Alternativlosigkeit. Also man durfte sich nicht mehr mit so vielen Menschen treffen, man konnte nicht mehr in Bars gehen, man konnte nicht in den Urlaub fahren, private Reisen waren auch schwierig und man hat einfach viel, viel mehr Zeit und Fokus mit dem eigenen Partner gehabt. Und das ist super schön für viele Paare gewesen. In meiner Partnerschaft, in unserer Partnerschaft hat das dafür gesorgt, dass wir einfach auch so ein paar partnerschaftliche Dinge angehen konnten, für die wir früher dachten, keine Zeit zu haben. Wir kochen mehr zusammen, wir haben viele, viele, viele tolle, spannende, mitunter auch sehr schwierige und anstrengende Gespräche geführt, weil jetzt eben erstmal mehr Raum dafür da gewesen ist und das war schön. Viele Menschen haben in der Pandemie deutlich bewusster entschieden, mit wem sie physisch Zeit verbringen wollen und die Menschen, mit denen wir dann physisch Zeit verbracht haben, die waren uns vielleicht besonders wichtig und wir sind da nicht mehr so Larifari mit umgegangen. Nicht jeder, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber viele doch schon. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil gewesen, weil dadurch natürlich die Konkurrenz, nenne ich es jetzt mal einfach in Anführungszeichen, nicht so groß gewesen ist. Es gab nicht so viel Ablenkung und das kann natürlich hilfreich sein. Insgesamt gab es natürlich viel weniger zu tun. Für viele Pendler ist der Weg zur Arbeit entfallen und dadurch war mehr Zeit vorhanden, weil dann plötzlich eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden jeden Tag mehr Zeit da war, die man vorher noch im Auto, in der Bahn oder wo auch immer auf dem Weg zur Arbeit oder zurück verbracht hat. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Vorteile,
wenn man seinen Partner oder seine Partnerin mag. Wenn man die nicht mag, oder von denen genervt ist oder da tatsächliche ernsthafte Probleme wie körperliche Gewalt, psychische Gewalt und solche Dinge vorherrschend waren, dann sind das natürlich alles ganz massive Nachteile gewesen dieser Pandemie. Und gerade Paare, die zu Beginn der Pandemie zusammengekommen sind, werden ein riesengroßes Problem haben, jetzt nach der Pandemie zusammen zu bleiben. Warum ist das so? Viele Partnerschaften, die zu Beginn der Pandemie entstanden sind, sind aus einem Mangel entstanden. Das sind Mangelpartnerschaften. Da war jemand einsam, da war jemand ängstlich, da wollte jemand nicht alleine sein. Und weil Reisen nicht so gut möglich gewesen ist und weil Alternativen auch nicht so gut möglich gewesen sind und weil man sowieso nicht so viele andere Leute gesehen hat, ist man dann halt mit dieser Person zusammengezogen, mehr oder weniger. Man hat dann sehr viel Zeit mit denen verbracht und es war von Anfang an deutlich intensiver oftmals, als das unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre. Und ich selbst in meinem persönlichen, sehr engen Freundeskreis das miterlebt, dass eine Partnerschaft eben genau zu kurz vor Beginn der Corona-Pandemie entstanden ist und losging. Und dann, als die Corona-Pandemie ernst wurde, sind die beiden nach 2, 3 Monaten ungefähr quasi zusammengezogen und waren dann ja Pandemie-Buddies für einige Monate, bis die Beziehung dann gescheitert ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass es unter normalen Umständen nicht so schnell gegangen wäre und dass die Beziehung nicht in so kurzer Zeit so intensiv geworden wäre, wenn normale Umstände geherrscht hätten. Und das ist etwas, was mir ganz viele Menschen, ganz viele Frauen auch in meinen Coachings erzählen, dass sie davor eben jetzt Angst haben, dass wenn diese Konkurrenz von anderen Menschen, anderen Veranstaltungen, Hobbys, Reisen wieder losgeht, dass man selbst dann vielleicht nicht mehr so spannend ist. Und was wir statt diesen Mangelpartnerschaften, statt diesen Handelsbeziehungen, wo es darum geht, dass ich dir meine Aufmerksamkeit gebe, damit du mir deine Aufmerksamkeit gibst, damit wir beide nicht alleine sind und uns mit uns selbst auseinandersetzen müssen. Was statt diesen Handelsbeziehungen hilfreich ist, ist etwas, das ich Wachstumsbeziehungen nenne. Also Beziehungen, die auf dem inneren Bedürfnis beruhen, das eigene Glück zu teilen, wo ich sage, hey, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich lebe ein Leben, was schön ist und das möchte ich mit jemandem teilen. Nicht aus Angst davor alleine zu sein, sondern aus dem zu viel an Liebe, was in mir drin ist, was nach außen fließen möchte. Zu viel in Anführungszeichen. Aber diese positiven Gefühle, Erfahrungen, Dinge, die ich in meinem Leben erlebe, die möchte ich mit jemand anderem teilen. Da eine Beziehung nicht aus einem Defizit heraus, aus einem Mangel heraus, sondern aus der ganz plakativ aus der Fülle heraus. Und das ist so der Unterschied. Also je nachdem, wie du da deine eigene Beziehung vielleicht einordnest, könnte es ein bisschen schwieriger werden, sie zu retten, wenn du eben in so einer Mangelpartnerschaft gerade bist. Oder ein bisschen einfacher, wenn du in so einer Wachstumsbeziehung bist. Und was sorgt denn jetzt dafür, dass diese Beziehungen scheitern? Also dass Paare zu schnell zusammengezogen sind, darüber haben wir ja gerade schon kurz gesprochen, das wäre wahrscheinlich normalerweise nicht passiert. Aber auch, dass es bisher an besseren Möglichkeiten für Ablenkung gefehlt hat, das ist auch ein riesengroßer Faktor. Bisher konnte ich nicht so viele Freunde treffen. Ich konnte vielen Hobbys vielleicht nicht nachgehen. Ich konnte viele Dinge, die mich sehr glücklich machen, nicht tun. Und deswegen habe ich übertreibe, um es zu verdeutlichen, die schlechtere Alternative gewählt. Und die schlechtere Alternative war dann vielleicht eine Liebesbeziehung mit jemandem eingehen. Das ist besser als alleine gelangweilt zu Hause zu sein. Und jetzt, wo diese Alternativen aber wieder losgehen, wird quasi wieder neu verhandelt, wofür ich meine Aufmerksamkeit in der Welt
aufbringen möchte, womit ich meine Zeit verbringen möchte. Und jetzt gibt es ganz, ganz, ganz viele Alternativen, gegen die sich meine Partnerschaft vielleicht durchsetzen muss. Und das könnte eine gewisse Schwierigkeit werden. Das ist also der zweite Faktor. Zu schnelles Zusammenziehen, zu schnell Paar geworden, der erste Faktor. Der zweite Faktor, es fehlte bisher an Möglichkeiten für Ablenkung. Und der dritte Faktor ist, ich habe das vorhin schon mal kurz angeschnitten, die Pandemie ist so ein bisschen wie so eine Lupe, so ein bisschen wie ein Vergrößerungsglas. Denn Paare, die vorher schon in einer starken, in einer Wachstumsbeziehung gewesen sind, die haben festgestellt, dass sie mehr positive Interaktionen mit ihrem Partner erleben als negative. Und wenn wir mehr positive als negative erleben, dann sind wir eher glücklich als unglücklich. Das Gegenteil ist allerdings auch der Fall gewesen für diejenigen, die vor der Pandemie bereits in einer weniger zufriedenstellenden Beziehung gewesen sind, also wo es mehr negative, stressige, ängstliche, schmerzhafte Interaktionen gegeben hat. Diese Menschen haben jetzt in der Pandemie häufig noch mehr von diesen negativen Interaktionen mit dem Partner oder der Partnerin gehabt, weil mehr Stress wirtschaftlich vielleicht oder gesundheitlich, Angst, sich anzustecken, Angst um Angehörige oder Freunde, die sich anstecken könnten oder angesteckt haben und vielleicht teilweise einen schweren Verlauf gehabt haben. Unsicherheit darüber, wie es jetzt weitergeht, wie sich die Sache entwickelt, Politikverdrossenheit vielleicht, vielleicht auch Wissenschaftsverdrossenheit. Wir hatten das unter dem in den Kommentarspalten auf YouTube zu meinem letzten Podcast, wo es um das Thema Dating nach der Pandemie ging, wo ich das Thema Impfungen so ein bisschen angeschnitten hatte, wo sich dann auch verschiedene Menschen sehr stark dazu geäußert haben, wie sie zu Impfungen stehen. Und da gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Aber das sind natürlich alles Themen, die uns mental herausfordern, die für Stress vielleicht sorgen, die vielleicht anstrengend sind für uns, welche Meinung auch immer wieder vertreten mögen. Und das belastet eine Beziehung. Uns fehlt dann einfach so ein bisschen auch die Möglichkeit, uns vielleicht mal zu erholen. Und Freya und ich haben das auch in unserer Beziehung festgestellt in den letzten Monaten. Und wir sind super krass privilegiert. Das ist uns auch klar. Wir haben echt viel Glück gehabt in der Pandemie. Wir hatten weder Todesfälle in unserem näheren Bekanntenkreis, noch hatten wir viele wirklich, wirklich schwierige Fälle. Ich hatte ein paar schwere Verläufe, Gott sei Dank nur zwei mit Krankenhausaufenthalt in meinem persönlichen Umfeld. Denen geht es aber allen gut mittlerweile. Ich habe nur zwei Fälle von Langzeit, bisher zumindest Long-Covid-Schäden in meinem direkten Umfeld. Denen geht es aber auch den Umständen entsprechend gut. Wir wurden wirtschaftlich nur ja, schon ein bisschen getroffen, aber vertretbar, und wir können von zu Hause aus arbeiten. Wir hatten keine Kinder, die auf einmal im Homeschooling waren, und ganz viele andere Faktoren, die uns den Umständen entsprechend relativ entspannt durch die Pandemie gebracht haben. Und gleichzeitig haben wir natürlich trotzdem gemerkt, dass die Gesamtsituation uns als Individuum ganz schön belastet mitunter, dass uns einfach die Möglichkeit fehlt, wirklich mal wieder die Akkus komplett aufzutanken, weil es keine Partys gibt, weil es keine kulturellen Veranstaltungen gibt, weil man nicht in Urlaub fahren kann oder nur sehr begrenzt in Urlaub fahren kann, weil diese ständige Unsicherheit da ist, wie wird es nächsten Monat sein, wie wird es nicht sein. Wir stehen ja kurz davor, unser Hotel zu eröffnen, unser Hotel für Junggesellinnenabschiede beziehungsweise auch für Frauengruppen. Und das war jetzt natürlich die ganze Zeit nicht möglich. Wir wollten eigentlich im November eröffnen und das ging die ganze Zeit nicht, was jetzt kein Weltuntergang ist, aber trotzdem eine zusätzliche Belastung. Und all diese Faktoren spielen dann natürlich in so eine Beziehung mit rein, die sorgen dafür, dass wir vielleicht ja auch unsicher sind, dass wir nicht genau wissen, wie wir uns jetzt dem Partner gegenüber verhalten sollen. Wir wollen den ja auch nicht zusätzlich überlasten und so weiter. Und Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Menschen,
jetzt im Zuge der Corona-Pandemie nicht mehr dazu in der Lage gewesen sind, ihre Emotionen wirklich so zu regulieren, wenn sie das Gefühl hatten, dass ihre Lebensgefährten oder Lebensgefährtinnen nicht mehr emotional für sie da gewesen sind. Also wenn diese emotionale Unterstützung gefehlt hat. Und wenn es mir selbst gerade nicht so mega gut geht, dann ist auch klar, dass ich vielleicht meinen Partner, meine Partnerin nicht so unendlich gut unterstützen kann. Und das sorgt dann eben oftmals dafür, dass Beziehungen immer, immer schwieriger werden und dann vielleicht auch auseinanderbrechen. Und der dritte Faktor, warum Beziehungen jetzt ja auch so scheitern könnten, ist, weil auch die Anziehung in vielen Partnerschaften einfach ein Stück weit verloren gegangen ist. Ich meine, monatelang im Homeoffice, in Jogginghose, ohne Abwechslung, die sind einfach nicht zwangsläufig sehr anziehend. Also das liegt in der Natur der Sache. Wir machen uns nicht so hübsch, wir geben uns vielleicht nicht so viel Mühe, haben uns ein bisschen gehen lassen, weil weniger Sport und welche Faktoren da auch immer noch reingespielt haben müssen. Und ich kann das alles nachvollziehen. Es geht gar nicht darum, das zu verurteilen. Ich möchte bloß so ein paar Gründe aufzeigen, damit wir auch bewusst und achtsam damit umgehen können, um gegebenenfalls auch dagegen steuern zu können. Und was eben sehr schade ist, ist, dass wir oftmals gar nicht mitbekommen haben, wie diese schleichende Veränderung passiert ist. Also eigentlich waren wir super angezogen von unserem Partner oder auch manchmal super ausgezogen von unserem Partner, unserer Partnerin. Und irgendwie hat sich das dann über die Monate, bei manchen zumindest, ein Stück weit verschoben. Und was da sehr, sehr hilfreich sein kann, wie wir mit all diesen verschiedenen Dingen umgehen können, darüber wollen wir jetzt so nochmal so ein bisschen sprechen und so ein paar Lösungen aufzeigen. Also wichtig ist, dass wir uns erstmal bewusst machen, dass noch nicht Hopfen und Malz verloren sein muss, dass nicht irgendwie alles schon gescheitert ist, sondern dass wir durchaus viele, viele Beziehungen, und das erlebe ich in meiner Arbeit tagtäglich in den Paar-Coachings oder in den Einzel-Coachings auch, dass wir ganz, ganz viel Einfluss auch haben, unsere Beziehung zu verbessern, unsere Beziehungen auch zu retten an manchen Stellen. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns auf Möglichkeiten konzentrieren, unsere Beziehung zu verbessern. Da gibt es ganz viele Sachen, auch auf meinem YouTube-Kanal, aber auch ganz viele spannende Bücher von den 5 Sprachen der Liebe, über gewaltfreie Kommunikation, über Bücher zum Thema Vertrauen, Verletzlichkeit macht stark zum Beispiel, ist ein Buch, was in dieser Richtung ganz, ganz toll ist. Und all diese Sachen können wir nun nutzen, um unseren Partner neu kennenzulernen, um unseren Partner aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und vor allem auch unsere Beziehungsfähigkeit zu verbessern. Denn das ist die Grundlage ja auch für das, was wir als subjektiv empfundenes Glück in unserem Leben empfinden. Wir können anfangen, wieder ein bisschen Distanz in unsere Beziehung reinzubringen, also nicht emotionale Distanz, wobei das manchmal auch ganz hilfreich sein kann, wenn man jetzt monatelang so nah aufeinander war, aber auch physische Distanz kann da sehr, sehr sinnvoll sein. Also getrennte Hobbys wieder aufnehmen. Wenn ich gerne Fahrrad fahre und meine Verlobte gerne tanzt, dann sollte sie wieder in die Tanzschule gehen. Ich sollte wieder mit meinen Freunden und Freundinnen Fahrrad fahren gehen. Wenn wir normalerweise ganz gerne verreisen, dann vielleicht auch mal zumindest einen Wochenendtrip alleine machen, mal 48 Stunden, unabhängig von den Kindern, unabhängig vom Partner, einfach genau die Sachen machen, auf die man Lust hat. Ich kann eigentlich jedem Paar nur empfehlen, einmal im Jahr auch ein Wochenende alleine zu verreisen, also jedes Individuum alleine. Das kann durchaus hilfreich sein. Unabhängige Aktivitäten voneinander wieder aufnehmen, selbst wenn es nur Kaffee trinken mit dem besten Freund oder der besten Freundin ist
oder vielleicht wieder im Sportverein zu trainieren oder Sachen eben zu machen, wo wir auch wieder Raum haben, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten und, das wird ganz oft unterschätzt, auch von anderen Menschen genervt zu sein, weil die anderen Menschen sind ja nicht immer besser. Die sind ja auch manchmal einfach nur nervig. Und weil wir dann feststellen, dass andere Menschen so nervig sind, ist unser Partner, unsere Partnerin auf einmal viel weniger nervig. Das ist ja auch ein Faktor, den man nicht vergessen darf. Das ist ja auch in den letzten Monaten an vielen Stellen ausgeblieben, weil wir gar nicht mehr von anderen Menschen genervt werden konnten. Also konnte uns ja nur noch unser Partner, unsere Partnerin nerven. Und genauso eben auch schauen, was können wir als Paar jetzt vielleicht auch wieder zusammen machen, was uns viel Freude macht, was uns irgendwie ja auch als Paar wieder zusammenbringt. Freya und ich sind vor kurzem 2 Tage auf einem Hausboot hier in Berlin gewesen zum Beispiel und haben da 2 Tage Urlaub gemacht, was mega, mega schön war. Und wir werden jetzt demnächst auch nochmal so ein kleines Festival ist übertrieben, aber mit so 5, 6, 7 Freunden, so ein verlängertes Wochenende, so ein, ja, einfach zusammen uns in einem Haus treffen von einem von uns und werden da zusammen einfach ein paar Tage gemeinschaftlich verbringen. Wir wollten eigentlich dieses Jahr auf ein Festival zusammenfahren, das Festival wurde leider abgesagt und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir quasi unser eigenes kleines Mini-Festival, um da wieder ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Oder vielleicht fangt ihr auch als Paar ein neues Hobby gemeinsam an. Das kann man natürlich auch machen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, dass man die eigene Beziehung individuell betrachtet. Also etwas, was für deine beste Freundin funktioniert hat in ihrer Partnerschaft, heißt nicht, dass es auch für dich funktionieren muss. Und im Umkehrschluss, nur weil etwas für jemand anderen nicht funktioniert hat, heißt es nicht, dass es nicht für dich auch trotzdem funktionieren kann. Also es ist immer wichtig, da tatsächlich individuell hinzuschauen, zu gucken, wo sind deine Bedürfnisse, wo sind die Bedürfnisse deines Partners, deiner Partnerin und wie könnt ihr da gemeinschaftlich eine gute Lösung für euch individuell finden. Und da kann es natürlich auch durchaus hilfreich sein, sich Hilfe zu holen, Unterstützung zu holen. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Das ist nichts, wofür man irgendwie oder weswegen man peinlich berührt sein muss. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ein Paar-Coaching oder eine Paartherapie ist etwas, was jedes Paar machen sollte. Also sowohl Paare, die unglücklich gerade sind, als auch Paare, die glücklich sind. Meistens kommen natürlich die Partner oder Partnerinnen oder die Paare zu mir, die aktuell unglücklich sind und sich nach einer Linderung, nach einer Verbesserung sehnen, die wieder glücklich sein wollen. Und das kann ich natürlich nachvollziehen. Viel einfacher wäre es aber, wenn sie schon kommen würden, wenn das Kind nicht schon im Brunnen gefallen ist und wenn die Beziehung eigentlich gerade sowieso gut läuft, eine gute Basis da ist, auf der man aufbauen kann. Das ist genau wie im gesundheitlichen Bereich. Wenn du erstmal super krank bist, ist es viel schwieriger, gesund zu werden, als wenn du frühzeitig zum Arzt gehst oder frühzeitig anfängst, dich gesund zu ernähren oder frühzeitig anfängst, mit Sport zu machen, damit du gar nicht erst so mega krank wirst oder zumindest die Wahrscheinlichkeit runterschraubst. Und deswegen, wenn du das Gefühl haben solltest, dass deine Beziehung aktuell Unterstützung gebrauchen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann komm super gerne auf mich zu. Geh einfach auf meine Webseite www.dariuskamadeva.de. Da findest du ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Anregungen, auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, dich über Coaching-Möglichkeiten zu informieren, Einzelcoachings für einzelne Stunden oder vielleicht auch eine längerfristige Begleitung von dir als Individuum oder euch als Paar. Da haben wir relativ viele Möglichkeiten. Das ist mein täglich Brot, das funktioniert sehr gut und da kann man tatsächlich auch ganz, ganz viel machen. Wichtig ist, glaube ich, dass man nicht einfach aufgibt, dass du dich eher auf die Vorteile konzentrierst, auf die Dinge, die möglich sind, auf die Dinge, die du tatsächlich verändern kannst. Und dann gibt es da auch echt viele tolle, schöne Referenzen, wie sowas auch aussehen kann. Findest du auch auf meiner Webseite ganz viele Erfahrungsberichte von Teilnehmerinnen von mir, mit denen ich in den letzten Jahren zusammenarbeiten durfte.
Und wenn du da Lust drauf hast, dann komm gerne auf mich zu, lass uns gerne mal sprechen, ganz unverbindlich, und schauen, wie ich dir dabei helfen kann. Falls du Fragen haben solltest zu deiner individuellen Situation oder einen Kommentar zu diesem Podcast, würde ich mich natürlich freuen, wenn du die Kommentarfunktion auf YouTube nutzt. Da können wir gemeinschaftlich über das Thema sprechen, können uns austauschen, können gucken, was für unterschiedliche Meinungen gibt es da. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, jetzt die Welt nochmal neu zu entdecken, wo die Welt sich wieder ja, mehr öffnet für die Zeit, für die Menschen. Und ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du und deine Lieben sind gesund und bleiben auch gesund. Das ist ja heutzutage wichtiger denn je. Und ich freue mich darauf, dich im nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald.